Ich habe mir jetzt gerade das 15er Ritzel drauf gemacht. Ich fahre immer noch den Luftfilter, den originalen. Und noch, ja, wie ihr hört, noch kein Remus dran. Ich merke schon, jetzt allein durch die ersten Meter, die läuft anfangs so viel ruhiger. Ich werde die Karre jetzt mal warm fahren und dann werde ich mal ein bisschen mehr am Gashahn ziehen und dann mal gucken, ob ich da immer noch Unterschied merke. Also ich hätte ja gedacht, dass man was merkt, aber dass das jetzt, dass das so krass ist, das ist vom Fahrgefühl der wie ein ganz anderes Motorrad. So, wir fahren jetzt hier auf die Hauptstraße drauf. Die Karre ist jetzt warm, wird auch gleich dunkel. Ich werde mir gleich zu Hause nochmal angucken, ob das alles soweit fest ist und so. Wenn die Autos weg sind, dann ziehen wir mal voll durch und gucken, ob ich da was merke. Warten wir noch ein bisschen, bis die weg sind, damit wir einen Pin geben können. Jetzt kommt der erste. Oh. Ja, Mann. Also, Endgeschwindigkeit mäßig, überhaupt nicht viel Unterschied. In den unteren Gängen zieht die meiner Meinung nach von meinem Gefühl her deutlich besser durch. Also auch von der Beschleunigung her und das Fahrverhalten ist einfach erste Sahne. Also, die läuft so ruhig, das ist krass. Mit dem Ritzel ist schon mal ein krasser Unterschied. Also, boah, ich hätte ja nie, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Unterschied macht. Ja, mit dem 15er Ritzel war es das dann jetzt für euch. Dann, ich denke mal, dann werden wir uns sehen, wenn ich den offenen Luftfilterdeckel drauf mache und den Remus. Für mich ist das dann nächste Woche, für euch dann jetzt gleich. Alter, Junge, Alter. Ich habe jetzt den offenen Deckel drauf. Junge. Krass, von der Lautstärke jetzt allein schon. Ja! Wie die sich anhört. Alter, ich bin gar nicht wahr. Oh, Junge, warum macht so ein schwuler Luftfilter schon so einen Sound, Junge? Das ist auch krass. Junge, der scheiß Luftfilter, der ist ja schon lauter als der originale Auspuff. Puh, Alter, wie man mich einfach mit so einer Scheiße begeistern kann, ey. Aber auch vom Durchzug merke ich auf jeden Fall einen Unterschied. Ihr habt ja gerade das 15er Ritzel gesehen, jetzt habt ihr das mit dem Luftfilter gesehen. Also, ne Mann. Krass. Krass, Alter. Und das Ganze ist noch nicht mal teuer. Das Ritzel, jetzt meine ich 13 Euro, der Luftfilter, der, ich weiß nicht, wie teuer ist der? 30 Euro oder so? Also das heißt nicht teuer, aber jetzt so für das, was man dafür kriegt, ist schon krass. Boah. Also die zieht auf jeden Fall auch krasser durch. Definitiv. Und ich schwitze auch gerade wie so ein Otter, ey. Das kommt alles zusammen. Das warme Wetter und jetzt noch. Boah. Ritzel Daumen hoch, Luftfilter Daumen hoch. Also Sound, vom Sound her. Übertrieben geil und von der, vom Ansprechverhalten, also jetzt von der Beschleunigung unten raus, auch noch mal eine Schippe draufgelegt als vom Ritzel. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Remus drauf habe. Für mich ist das dann, weiß ich nicht, nächste Woche oder so. Aber ist ja scheißegal, Alter, ich feiere die Karre gerade richtig hart. So Leute, ich hab den scheiß Remus jetzt dran, ne? Boah Junge, ich will fahren, ich will gar nicht jetzt großartig hier neben stehen. Das ist der da, ihr seht den, ihr wisst alle, wie ein Remus aussieht. Ich hab den DB-Killer natürlich drin. Das Ding, das scheppert, Alter, das scheppert, Junge. Sorry, wenn ich so rumschreie wie so ein Mädchen, aber mir geht gerade richtig einer ab. Ich fahr jetzt zu meinem Kollegen hin, ich muss ihm noch einen MIF vorbeibringen, weil der geschweißt wurde. Willkommen zum nächsten Tag bei mir, weil ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt, gestern noch mehr zu erzählen. Das war ja wirklich nur, das war ja nichts, was ich erzählt habe. Ich war einfach nur sprachlos von dem Kackteil hier, das ist so übertrieben, ne? Ich bin jetzt gestern auch den ganzen Tag gefahren, oh mein Ohr juckt derbe, oh, okay. Ich bin gestern auch den ganzen Tag damit gefahren
Und ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich kann meine Gefühle für den Auspuff nicht ausdrücken. Das ist abnormal, wie heftig der scheppert vom Sound her. Super geiles Klangbild. Überhaupt nicht laut. voll geil. Voll geil. Und untenrum auch richtig krass. Jetzt halt die ganze Kombi-Ritzel, Luftfilter und jetzt der Remus. Boah. Göttlich. Einfach nur göttlich. Also das Update hat sich übertrieben gelohnt. Also ich meine, der Remus war jetzt das teuerste vom Ganzen. Logisch, aber allein schon, wenn ihr nicht so viel Geld zur Verfügung habt, das Ritzel und den offenen Luftfilter, das macht auch schon viel aus. Ihr habt ja gesehen, wie ich bei dem Sound schon von dem Luftfilter abgegangen bin. Und den höre ich jetzt einfach gar nicht mehr. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Boah, dieses Blubberbäume abrollen einfach mal, ey. Alter Schwede, ist das geil. Boah, ich höre mich gerade an wie so ein richtiges Vibe. Ich weiß das, weil ich mir schon, ich habe das von dem Luftfilter schon fertig geschnitten. Oder ich sage immer Luftfilter, von dem Powerparts-Deckel. Ich voll spast. Und ich, boah, da gibt's eine Szene, du, Alter, da schrei ich wie so ein Vibe, ey. Ich hoffe, euch hat die ganze Reihe, hat euch gefallen. Und einfach nur übertrieben, das Ding. Mir fehlen einfach die Worte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ich nochmal einen Soundcheck oder sowas machen soll, schreibt mir das auch in die Kommentare. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mir einen dicken blauen Daumen da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.